verletzten Liebesgeständnissen auf eine legitime Weise Ausdruck verleihen zu können. Was wäre aus Thomas Mann geworden, wenn sich Paul Ehrenberg der Liebe seines Freundes nicht verschlossen hätte? Der Zurückgewiesene zwang sich, seine Homosexualität zu bekämpfen. Man muss den schlechten Trieb ausrotten, vom Geschlechtlichen loskommen und die Hunde im Souterrain an die Kette legen. Thomas Mann setzte sich zum Ziel, ein großer deutscher Schriftsteller, ein Nachfolger Goethes zu werden. Mit den Buddenbrooks, jenem monumentalen Familienroman, in dem Thomas Mann die Geschichte seiner Lübecker Vorfahren spiegelt, beginnt sein literarischer Erfolg. Der über Nacht berühmt gewordene junge Schriftsteller hält Einzug in die Münchner Gesellschaft. Entschlossen, seinem Leben nunmehr eine angemessene bürgerliche Form zu geben, macht sich Thomas Mann auf die Suche nach einer geeigneten Ehefrau. Seine Wahl fällt auf Katja Pringsheim, Tochter einer reichen, hochangesehenen Münchner Familie. Ich hatte damals die Buddenbrooks gelesen, aber ich kannte Thomas Mann nicht. Er hatte mich und meine Familie schon lange bei Konzerten beobachtet und war entschlossen, diese oder keine. Thomas Mann wandte sich also um Vermittlung an Frau Bernstein. Sie sind doch mit Pringsheims gut bekannt. Könnten Sie nicht arrangieren, dass ich Katja Pringsheim kennenlerne? Nichts einfacher als das, sagte sie. Eines Tages fand ich mich im Palais Pringsheim, in dem italienischen Renaissance-Salon mit den Gobelins, den Lehmbachs, der Türumrahmung aus Giallo Antico, dem Tanzsaal mit dem unsäglich schönen Fries von Hans Thoma und nahm eine Einladung zum großen Hausball entgegen. Ich hatte Frau Justizrat Bernstein zu Tisch. Und zum ersten Mal seit den 18 Auflagen war ich in großer Gesellschaft und hatte in der anstrengendsten Weise zu repräsentieren. 150 Leute, Literatur und Kunst. Pringsheims sind ein Erlebnis, das mich ausfüllt. Katja, ein Wunder, etwas unbeschreiblich Seltenes und Kostbares. Ein Geschöpf, das durch sein bloßes Dasein die kulturelle Tätigkeit von 15 Schriftstellern oder 30 Malern aufwiegt. Der Vater, ein Universitätsprofessor mit goldener Zigarettendose. Die Mutter, eine Lehmbach-Schönheit. Dies spricht der Rausch, aber diesmal einer, der, wenn ich in ihm handle, unermessliche Folgen der verschiedensten Art haben kann. Als Thomas Mann mich heiraten wollte, war ich nicht so sehr enthusiasmiert und habe mich zunächst skeptisch verhalten. Ich hatte einige Widerstände, dachte nicht daran, so früh zu heiraten. Ich hatte als Externe das Abitur am Wilhelmsgymnasium gemacht, zusammen mit meinem Zwillingsbruder Klaus. Es verlief glänzend. Nun studierte ich Experimentalphysik bei Röntgen und bei meinem Vater Mathematik. Ich war 20 und fühlte mich sehr wohl in meiner Haut, mit den Brüdern und dem Studium, mit allem. Und wusste eigentlich gar nicht, warum ich nun so schnell weg sollte. Aber Thomas Mann hatte den dringenden Wunsch, mich zu heiraten und war geradezu draufgängerisch. Und für seine Verhältnisse waren die Briefe, die er mir im Sommer 1904 schrieb, sehr leidenschaftlich. Thomas in einem Brief an den Bruder Heinrich Mann. Das Glück ist etwas Ernstes, Schweres und Strenges wie das Leben selbst. Ich habe es mir nicht gewonnen, es ist mir nicht zugefallen. Ich habe mich ihm unterzogen, aus einer Art Pflichtgefühl, einer Art von Moral, einem mir eingeborenen Imperativ. Es gilt andauernd, sich menschlich stramm zu halten. Und oft genug läuft das ganze Glück auf ein Zähne zusammenbeißen hinaus.
Die letzte Hälfte der Werbezeit, nichts als eine große seelische Strapaze. Die Verlobung, auch kein Spaß. Die absorbierenden Bemühungen, mich in die neue Familie einzuleben, einzupassen. Gesellschaftliche Verpflichtungen, 100 neue Menschen, sich zeigen, sich benehmen. Literarisch verfremdet findet sich diese Zeit der Werbung im Roman Königliche Hoheit wieder, in dem sich Thomas Mann zu einem Fürsten stilisiert. Als Schriftsteller führt man, möchte ich sagen, ein symbolisches, ein repräsentatives Dasein, ähnlich einem Fürsten. Nach der Eheschließung mit Katja genießt Thomas Mann die Vorzüge des angeheirateten Wohlstands. Die Hochzeitsreise führt das junge Paar in die Schweiz, in die renommiertesten Hotels von Zürich und Luzern. Thomas grüßt den Bruder Heinrich aus dem Hotel Borolac. Wo ich zurzeit mit Katja auf größtem Fuß lebe, mit Lunch und Diner und abends Smoking und Livree-Kellnern, die vor einem herlaufen und die Türen öffnen. Während wir unsere Hochzeitsreise machten, hatte mein Vater uns unsere erste Wohnung in Schwabing in der Franz-Josef-Straße sehr hübsch mit italienischen Renaissance-Möbeln eingerichtet. Als ich das erste Kind erwartete, fragte meine Großmutter Hedwig Dohm, die eine Frauenrechtlerin war, meinen Mann: Na Tommy, was wünschst du dir nun, Junge oder Mädchen? Da sagte er: Natürlich ein Jungen. Ein Mädchen ist doch nichts Ernsthaftes. Es war aber ein Mädchen, Erika. Ich war sehr verärgert. Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam. Warum, weiß ich nicht. Wir hatten ja im Ganzen 3 Buben und 3 Mädchen. Dadurch war Gleichgewicht. Wenn es 4 Mädchen und 2 Buben gewesen wären, wäre ich außer mich geraten. Aber so ging's. Mein Mann war viel mehr für die Mädchen. Und obgleich er ein Mädchen für nichts Ernsthaftes hielt, war Erika immer sein Liebling. Und dann die Jüngste, Elisabeth. Die beiden Mädchen hatte er bei weitem am liebsten. Sie standen ihm entschieden näher als die Söhne. Unser Landhaus in Tölz war das erste Haus, das wir uns gebaut und eingerichtet hatten. Der Garten war groß und da hatten die Kinder ihre Spiele. Im Ganzen hatten sie eine ganz nette Kindheit. Schon allein die Tatsache, dass sie so viele waren und sich untereinander verstanden, machte, dass sie immer Gesellschaft hatten. Thomas Mann war stolz auf seine Rolle als Pater Familias. Stolz darauf, wie ein richtiger Mann gehandelt zu haben. Hat er seine Frau von Anfang an über seine homosexuellen Neigungen aufgeklärt? Wie viel Katja wirklich wusste und wie viel sie ahnte, ob und in welchem Maß ihr diese Erkenntnis Schmerz bereitet hat, hat sie nie nach außen getragen. Sie hatte sich für diesen Mann entschieden und sah fortan ihre Lebensaufgabe darin, Frau Thomas Mann zu sein. Die Initialen THM über der Eingangstür der Tölzer Villa sprechen eine symbolische Sprache. Familienoberhaupt an der Spitze, darunter die Frau zusammen mit den Kindern, deren Schicksal sich später ebenfalls über den Namen und die Person des Vaters definieren wird. Mein Mann hing über die Maßen an Venedig. Wir waren oft dort. Mit dem Tod in Venedig ist es eine ganz komische Geschichte, insofern als sämtliche Einzelheiten der Erzählung passiert und erlebt sind. Wir kamen an und suchten eine Gondel, die uns herüberfährt zum Lido. Es war auch gleich ein Gondoliere da, der erklärte, er wäre bereit, uns zu fahren. Wir fuhren hinüber zum Hotel de Bain, wo wir reserviert hatten. Es ist in seinen Einzelheiten alles so erlebt. Aber niemand außer Thomas Mann hätte wohl daraus die Geschichte vom Tod in Venedig machen können.
Das Hotel de Bern liegt am Strand. Und bei Tisch gleich den ersten Tag sahen wir diese polnische Familie, die genauso aussah, wie mein Mann sie geschildert hat. Mit dem sehr reizenden, bildhübschen, etwa 13-jährigen Knaben, der mit einem Matrosenanzug, einem offenen Kragen und einer netten Masche gekleidet war und meinem Mann sehr in die Augen stach. Er hatte sofort ein Faible für diesen Jungen. Er gefiel ihm über die Maßen und er hat ihn auch immer mit seinen Kameraden beobachtet. Er ist ihm nicht durch ganz Venedig nachgestiegen, das nicht. Aber der Junge hat ihn fasziniert und er dachte öfters an ihn. Es war am folgenden Morgen, dass er im Begriff, das Hotel zu verlassen, gewahrte, wie Tacho schon unterwegs zum Meere, und zwar allein, sich eben dem Strand näherte. Der Wunsch, die Gelegenheit zu nutzen, ihn anzureden, sich seiner Antwort, seines Blickes zu erfreuen, lag nahe und drängte sich auf. Der Schöne ging schlendernd, er war einzuholen, und Aschenbach beschleunigte seine Schritte. Er erreicht ihn auf dem Brettersteg hinter den Hütten. Er will ihm die Hand aufs Haupt, auf die Schulter legen. Da fühlt er, dass sein Herz wie ein Hammer schlägt. Er zögert, er sucht sich zu beherrschen, nimmt noch einen Anlauf, versagt, verzichtet. Und in dieser Sekunde geschah es, dass Tacho lächelte, ihn anlächelte, liebreizend, mit Lippen, die sich im Lächeln erst langsam öffneten, betört und betörend. Der, welcher dies Lächeln empfangen, enteilte damit wie mit einem verhängnisvollen Geschenk. Er war so sehr erschüttert, dass er sich auf eine Bank warf und zurückgelehnt mit hängenden Armen, überwältigt und mehrfach von Schauern überlaufen, flüsterte er die stehende Formel der Sehnsucht. Unmöglich hier, absurd, verworfen, lächerlich und heilig doch, ehrwürdig auch hier noch. Ich liebe dich. Thomas Mann wusste, dass er sich mit dem Sujet der Novelle auf ein gefährliches Terrain begab. Deshalb unternahm er bereits im Vorfeld der Veröffentlichung alle Anstrengungen, dem Vorwurf der Päderastie zuvorzukommen und eine drohende Zensur abzuwenden. Inwieweit verstand Katja, dass dieser Knabe ihren Mann nicht nur fasziniert, sondern in seinem tiefsten Innern aufgewühlt hatte? Dankbarkeit gegen Katja, weil es sie in ihrer Liebe nicht im geringsten beirrt oder verstimmt, wenn sie mir schließlich keine Lust einflößt und wenn das Liegen bei ihr mich nicht in den Stand setzt, ihr Lust, das heißt die letzte Geschlechtslust, zu bereiten. Als die ersten Münchner Wohnungen für die Familie mit den 6 Kindern zu klein geworden waren, zogen die Manns in eine eigene Villa in München-Bogenhausen. Katja leitete das vornehme Haus und wachte darüber, dass Thomas Mann von organisatorischen Dingen des Alltags, von finanziellen Angelegenheiten und auch von Kinderlärm unbehelligt blieb. Die Arbeitsruhe unseres Vaters war natürlich die Hauptsache im Haus. Vielleicht haben wir darunter auch ein bisschen gelitten, erinnert sich der Sohn Golo. Katja lebt ziemlich still mit den Kindern, da ihr Mann ein rechter Pimperling ist, der nicht viel verträgt, konstatiert Katjas Mutter. Der Pimperling, der in seinen Tagebüchern in endlosen Varianten um das eigene Befinden kreist, registriert die Kinderschar nur am Rande. Die Kinder aßen zur Feier des Tages mit mir zu Abend. Nach dem Abendessen wohnte ich der Anlegung des Knaben bei und las im Mittelalter. Sein Tagesablauf war sehr diszipliniert, einfach und verlief immer gleich. Von 9 bis 12 Uhr ungefähr schrieb er. Dann machte er einen Spaziergang, aß zu Mittag, las nachmittags Zeitung, rauchte noch eine Zigarre, ruhte dann. Nach dem Tee ging er nochmals spazieren, las und erledigte,
was er die Forderung des Tages nannte. 1912 bekam ich eine kleine Lungenaffektion. Man schickte mich auf ein halbes Jahr ins Waldsanatorium nach Davos. Aber ich war nicht schwer krank. Möglicherweise wäre die Geschichte, wären wir nicht zu Sanatoriumsaufenthalten in der Lage gewesen, von selbst wieder gut geworden. Was weiß man? Es war eben Sitte. Wenn man die Mittel dazu hatte, wurde man nach Davos oder Arosa geschickt. Mein Mann war von dem ganzen Milieu, von allem, was ich ihm in langen Briefen von dort berichtete, so impressioniert, dass er gleich daran dachte, über Davos eine Novelle zu schreiben. Aus der geplanten Novelle wurde dann der Zauberberg. Ich habe meinem Mann absichtlich kleine Details geschrieben, weil ich wusste, dass er an dem Buch arbeitete. In meinen Briefen, die verloren sind, standen viele Einzelheiten. Es wäre für Germanisten ein gefundenes Fressen, diese Briefe mit dem Zauberberg zu vergleichen. Das können sie nun nicht. Und es macht auch nichts. Die Germanisten vergleichen sowieso viel zu viel. Mein Mann besuchte mich in Davos und schon seine Ankunft war eigentlich ziemlich genau wie die Ankunft von Hans Castorp. Er stieg in Davos Dorf aus und ich holte ihn ab. Ich habe ihm alles gezeigt, was ich ihm geschildert hatte. Thomas Mann war ein absoluter Augenmensch und besaß, was die Aufnahmefähigkeit betrifft, eine absolut Hans Castorpsche Manier. Er hätte jeden Gegenstand, jeden Menschen, den er einmal wahrgenommen hatte, schildern können. Und zwar konnte es auch so, dass ich ihn sofort erkannte, auch wenn er gar nicht bezweckt hatte, ihn kenntlich zu machen. Wir haben nach seiner Ankunft endlos geschwätzt wie die Vettern. Ich war doch schon monatelang dort und legte los, erzählte 100 Sachen. Ich verbrachte 3 Wochen als Hospitant bei meiner Frau in Davos und sammelte jene wunderlichen Milieueindrücke, aus denen sich die Idee zu einer knappen Novelle bildete. Die Faszination durch den Tod, der Sieg höchster Unordnung über ein auf Ordnung gegründetes und der Ordnung geweihtes Leben, sollte hier verkleinert und ins Komische herabgesetzt werden. Ein schlichter Held, ein kurioser Konflikt von bürgerlicher Pflicht und makabrem Abenteuer. Der Ausgang war vorderhand ungewiss, würde sich aber finden. Über Arbeitstechnisches hat mein Mann mit mir normalerweise nicht gesprochen. Er hat mich gelegentlich in seine Pläne eingeweiht. Wir haben so manches besprochen, aber direkt beraten habe ich ihn nicht. Das wäre ein Irrtum. Ich habe nicht an seinen Büchern mitgearbeitet, bis auf den Zauberberg, wo ich das Thema beherrschte. Katja war in allem, was Thomas Mann schrieb, seine erste Kritikerin.
Er las ihr vor, sie regte Veränderungen, Kürzungen an. Katja wurde in dieser Rolle in den letzten Lebensjahren weitgehend von der Tochter Erika abgelöst. Es waren immer Frauen, die seiner Arbeit und seiner Person am nächsten standen, so wie von Anfang an das Verhältnis zu den Töchtern besser war als zu den Söhnen. Sinnenverwirrende Leidenschaft aber empfand Thomas Mann nur gegenüber schönen jungen Männern. Diese Veranlagung erreicht einen beunruhigenden Punkt, als Thomas Mann erkennt, dass er sich in den eigenen Sohn Klaus verliebt. Mit Katja bespricht er, ob denn etwas Unnatürliches daran sei, sich noch einmal in die verjüngte Ausgabe der Mutter, in die Tochter zu verlieben. Was er aber nicht Katja, sondern nur seinem Tagebuch anvertraute, war die tiefe Erschütterung, in die er über seine Gefühle gegenüber Klaus geriet. Ich überraschte, als sie völlig nackt vor Golos Bett Unsinn machend. Starker Eindruck von seinem vormännlichen, glänzenden Körper. Erschütterung. Entzücken an Icy, der im Bade erschreckend hübsch. Finde es sehr natürlich, dass ich mich in meinen Sohn verliebe. Icy lag fantastisch entblößt in seinem Bette. Er wusste auf Fragen keine Antwort zu geben. Pubertätsspiele? Jemand wie ich sollte selbstverständlich keine Kinder in die Welt setzen. Wie wird das Leben des Jungen sich gestalten? Dass dieser Sohn Klaus sich offen zu seiner Homosexualität bekannte und sie sozusagen vor den Augen des Vaters lebte, zwang Thomas Mann später zu einer schroff distanzierten Haltung Klaus gegenüber. Denn nur so konnte er seine eigene Fassade aufrechterhalten. Immer dann, wenn Thomas Mann begehrliche Gefühle für einen männlichen Körper unterdrücken musste, kam es zu Störungen in der Beziehung mit Katja. Rencontre mit Katja. Bin mir über meine diesbezügliche Verfassung nicht recht klar. Von eigentlicher Impotenz wird kaum die Rede sein können, sondern mehr von der gewohnten Verwirrung und Unzuverlässigkeit meines Geschlechtslebens. Zweifellos ist reizbare Schwäche infolge von Wünschen vorhanden, die nach der anderen Seite gehen. Wie wäre es, falls ein Junge vorläge? Doch einige Monate später findet sich im Tagebuch eine Eintragung, die wieder ein anderes Licht auf diese Ehe wirft. Mein Verhältnis zu K. einige Wochen lang sehr sinnlich. Einmütig gewöhnt, keinen Sommer ohne einen Aufenthalt am Meer vorübergehen zu lassen, verbrachten wir, meine Frau und ich, mit den Kindern den Sommer in einem Seebad. Von frühester Kindheit an gingen das Meer und die Musik in meinem Herzen eine ideelle, eine Gefühlsverbindung für immer ein. Das Meer war für Thomas Mann ein Ort, zu dem es ihn magisch hinzog. Und er, der sonst nie im Freien zu schreiben vermochte, konnte in einem Strandkorb sitzen und umgeben von den Geräuschen des Strandlebens arbeiten. Das Meer war aber auch ein Ort, an dem er wiederholt Gefühlen quälend süßer Liebe zu einem jungen Knaben nachhing. In Kampen auf Sylt, im Haus Cliffende, ist dem 54-jährigen Thomas Mann der 18-jährige Klaus Häuser begegnet. Mit ihm, dem göttlichen Jungen, verband ihn eine Liebe, die Thomas Mann deshalb so glücklich machte, weil er sie beidseitig wähnte. Allen seinen Begegnungen mit jungen Männern aber ist gemein, dass eine Liebesebene im erotischen Sinn ausschließlich in der Fantasie des verheirateten Mannes vorhanden war. Es kam in seinem Leben zu keinerlei sexuellen Berührungen mit Männern, auch nicht im Haus Cliffende auf Sylt. Als Thomas Mann es wagte, Klaus Häuser zum Abschied zu umarmen, stilisierte er diese Berührung in seinem Tagebuch zur Erfüllung einer Lebenssehnsucht.
Eine Interpretation, die Klaus Häuser nach Erscheinen des Tagebuchs mit Staunen zur Kenntnis nahm. Denn mehr als ein neugieriges Interesse an dem berühmten älteren Mann war von seiner Seite nicht vorhanden gewesen. In Thomas Manns Gefühlsleben aber war etwas eingelöst worden, das mit nichts anderem in seinem Leben vergleichbar war. Ich war tief aufgewühlt und ergriffen von diesem Erlebnis, das ich mit Stolz und Dankbarkeit bewahre, weil es die unverhoffte Erfüllung einer Lebenssehnsucht war, das Glück, wie es im Buche des Menschen steht. Im Besitz dieser späten und erstaunlichen Erfüllung empfand ich Armin Martens und alle diese Fälle, die ihm folgten, als mit erfüllt, versöhnt und gut gemacht durch sie. Ich las lange in alten Tagebüchern aus der Klaus-Häuser-Zeit, da ich ein glücklicher Liebhaber. Und das Schönste und Rührendste der Abschied, als ich zum ersten Mal den Sprung ins Traumhafte tat und seine Schläfe an meine lehnte. Nun ja, gelebt und geliebet. Schwarze Augen, die Tränen vergossen für mich, geliebte Lippen, die ich küsste. Es war da. Auch ich hatte es. Ich werde es mir sagen können, wenn ich sterbe. Dieses Traumgespinst also hatte ihm so viel Glück geben können, wie es die Frau an seiner Seite, die mit ihm ihr ganzes Leben geteilt hat, nie vermocht hatte. Katja war an seiner Seite, wenn er geehrt wurde und Preise entgegennahm. Sie war aber auch dann an seiner Seite, als der Ruhm der Diffamierung wich. Thomas Mann, der sich in seinen Reden stets unmissverständlich als erbitterter Gegner der Nationalsozialisten zu erkennen gegeben hatte, drohte Gefahr, als die politische Lage in Deutschland zu Beginn der 30er Jahre einen gefährlichen Kurs nahm. Katja ging mit ihm zusammen den Weg ins Exil. Sie war ihm Halt und Stütze und unentbehrliche Gesprächspartnerin angesichts einer bedrohlichen, ungewissen Zukunft. Doch auch wenn Thomas Mann sich sein Leben ohne diese Gefährtin nicht mehr vorstellen konnte, im eigentlichen Sinne glücklich war er in dieser Verbindung nicht. Bei Tische stellten wir die 33 Jahre unseres Verheiratetseins fest. Das Erschrecken, der Schwindel dabei. Das Leben, ich sagte, ich möchte es nicht wiederholen. Das Peinliche habe zu sehr überwogen. Fürchte K. wehgetan zu haben. Das war im Jahr 1938 an Bord der Queen Mary, kurz bevor das Ehepaar Mann im amerikanischen Exil eintraf. The dissatisfaction in Germany was so great that Hitler had to do something about it. In spite of all this, however, I am optimistic about the final victory of democracy. Die Ehe mit Katja erweist sich mehr denn je als stabile Lebensgemeinschaft, getragen von der gemeinsamen Sorge um die politische Lage, um die schriftstellerische Existenz außerhalb der Heimat, von der Sorge um die erwachsenen Kinder, die sich nach Kriegsbeginn noch irgendwo in Europa befinden und die nach und nach ebenfalls in den Staaten eintreffen. Thomas Mann galt in den USA als einer der bekanntesten Vertreter des Anti-Nazi-Deutschland.
Nur wenige Emigranten hatten wie Thomas Mann oder Albert Einstein das Glück, im öffentlichen Leben ihres Gastlandes eine so herausragende gesellschaftspolitische Rolle zu spielen und in Wohlstand und Ehren zu leben. Auch hier im Exil wohnten die Manns in einer vornehmen Villa in Pacific Palisades in Kalifornien. Wo Vaters Arbeitszimmer mit den vertrauten Gegenständen war, dort fühlte sich die Familie zu Hause. Dieselben Bücher, Bilder und Fotografien umgaben den Schreibtisch auf allen Stationen des Exils. Stets dabei war auch Thomas Manns Lieblingsfoto der Tochter Erika aus der Züricher Pfeffermühlenzeit. Erika, die älteste Tochter, wird neben Katja immer mehr zur unentbehrlichen Stütze des berühmten Mannes. Sie übersetzt und redigiert für den Vater, der die englische Sprache nur schlecht beherrscht. Katja führt ein nobles Haus, leitet das Dienstpersonal, empfängt berühmte Gäste, führt Verhandlungen mit Verlagen, Zeitungen und Universitäten. Katja ist da, wenn er sie braucht, zieht sich zurück, wenn er allein sein muss. Sie wacht über seinen Gesundheitszustand, verhandelt energisch mit den Ärzten und stellt sich in allen Situationen schützend vor ihren Ehemann. Thomas Manns Tagebucheintragungen über K. sind in diesen Jahren meist knapp und sachlich. Frühstück mit K., Tee mit K., Spazieren mit K., nach dem Tee einiges Briefliche mit K. Frühstückte im Schlafrock und empfing K.s Besuch, die mit ihrer Nacht zufrieden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Ehepaar glücklich, endlich wieder nach Europa reisen zu können. Thomas Mann fällt auch jetzt eine Sonderrolle zu, denn im geteilten Deutschland bemüht man sich auf beiden Seiten um ihn. Als die Manns aber zu Beginn der 50er Jahre endgültig wieder nach Europa zurückkehren, entscheiden sie sich nicht für Deutschland als Wohnsitz, sondern für die Schweiz, für Zürich. Hier erlebt Thomas Mann im Beisein von Katja noch einmal eine späte, schmerzliche Liebe zu einem jungen Kellner im Züricher Grand Hotel Dolder. Schlief ein im Gedanken an den Liebling, wie ich im Gedanken an ihn erwache. Da wir noch von Liebe litten, man tut es noch mit 75. Noch einmal, noch einmal. Beim Lunch war zeitweise der Berücker in der Nähe. Schenkte ihm 5 Franken, weil er gestern so nett serviert habe. Unbeschreiblich der Reiz des Lächelns, seiner Augen beim Danksagen, nannte ihn Franzl, bat um anderen Salat. Er zündete mir die Zigarre an, wachten auf das brauchbare Brennen des Zündholzes in seiner hohlen Hand. Zulächeln. Eine freundliche Fügung wollte es, dass der Junge während des größeren Teils der Mahlzeit bei uns servierte. Er stand einmal so dicht neben mir und ich sagte ihm, für mich sei die Tomatensuppe. Zum Abschied schüttelten wir uns lange die Hände. Ich wusste nicht mehr als Franzl alles Gute. Das unvergleichlich liebe Gesicht. Eilte herbei, sagte beim Einsteigen mit seiner leisen, weichen Stimme noch etwas von Wiedersehen, worauf ich nichts mehr zu antworten wusste. Leb wohl in Ewigkeit, du Reizender. Später schmerzlich auffüllender Liebestraum. Dann kam der ersehnte Brief. Sehr geehrter Herr Doktor, mit nochmals recht herzlichen Dank für alles begrüße ich Sie als Ihr Ergebener Franz Westermeier. Die Tagebuchseiten dieser Wochen sind angefüllt mit Sehnsucht und Wehmut. Der Schmerz um den aus dem Dolder hat sich in diesen Tagen zu einer allgemeinen Trauer um mein Leben und seine Liebe vertieft und verstärkt.
Dieser allem zum Grunde liegende, wahnhafte und doch leidenschaftlich behauptete Enthusiasmus für den unvergleichlichen, von nichts in der Welt übertroffenen Reiz männlicher Jugend, die von jeher mein Glück und Elend. Die Rückkehr zur Arbeit als Ersatz für das Glück, so muss es sein. Es ist die Bestimmung und der Ursprung alles Genies. Eine gewisse Verewigung haben alle meine Leidenschaften gewonnen. Der erste Gegenstand, Armin, lebt im Tonio Kröger, Willri im Zauberberg, Paul im Faustus, Klaus H. gehört die Einleitung zum Amphitryon-Essay. Der Literat drückt aus, indem er erlebt, indem er ausdrückt. Beides war an der Seite dieser Frau möglich. Wie so viele Ehefrauen hat Katja freiwillig die Rolle der Steigbügelhalterin übernommen. Sie selbst hat sich nie beschwert deswegen. Nur ihre Kinder haben ihr die totale Unterordnung unter die Belange des Vaters vorgeworfen und fanden es bedauerlich, dass die Mutter bei ihrem Geist und ihrem Humor ihr Licht immer allzu sehr unter den Scheffel gestellt habe. Nach außen hin führten die Manns eine vorbildliche Ehe mit dem gewohnten Rollenspiel der Geschlechter. Dass die Geschlechter aber hinter der bürgerlichen Fassade ein geheimes Verwirrspiel trieben, zwang Thomas Mann zu jener Lebenslüge, an der er schwer trug. In seinem Arbeitszimmer befand sich ein Gemälde des Malers Ludwig von Hofmann, auf dem nackte Jünglinge an einer Quelle dargestellt sind. Schöne, jugendlich-männliche Körperlichkeit, die mich entzückt und die ich täglich und stündlich vor Augen habe, schrieb Thomas Mann über dieses Bild, das in allen Wohnungen immer so hing, dass er es jederzeit sehen konnte, wenn er von seinem Schreibtisch aufblickte. Was mag in diesem Mann vorgegangen sein, der in dem Bewusstsein lebte, dass er die Liebe, die seine Frau ihm entgegenbrachte, nicht eigentlich erwidern konnte? Dass leidenschaftliches Begehren, das ihn befiel, nicht ihr galt? Vermutlich hat er in erster Linie an Katja gedacht, als er darüber verfügte, dass seine Tagebücher, die die ganze Wahrheit über seine Leidenschaft zu jungen Männern offenlegen würden, erst 20 Jahre nach seinem Tod geöffnet werden dürften. Thomas Mann wusste, dass er Katja gegenüber, die ihre Lebensaufgabe darin gesehen hatte, Frau Thomas Mann zu sein, immer in Schuld stehen würde. Wir haben es zusammen getragen, liebes Herz. Und wer weiß, wer schwerer daran zu tragen hatte. Denn zuletzt hat der immerhin Tätige es leichter als der nur Duldende. Auch trug ich es nur aus Not und Trotz, du aber trugst es aus Liebe. Schmeichler sagen dir wohl, es sei nichts Geringes und Leichtes, meine Gefährtin zu sein. Aber mich schmerzt das Gewissen dabei. Und ich weiß wohl, dass dieser Schmerz nur durch immerwährende Dankbarkeit zu beruhigen ist. Die nächste Sendung der Reihe Liebe, Hass und Leidenschaft strahlen wir am Samstag, den 8. März aus. Thema:
D.H. Lawrence und Frieda von Richthofen. Eine verliebte